Okay, meine Lieben, jetzt sind wir im Studio. Wieder, es geht hier weiter. Physik F3, heute ist 6. Mai, das ist schon Tag 45. Wahnsinn, wir haben jetzt weniger als 50 Tage bis zum Sommerferien. Achte unsere Stunde. So, wie es angekündigt wurde, ist, wir gehen weiter mit Beschreibung von anderen Arten von Bewegungen. Ja? Kommen wir zu dem einfachsten. Gleichförmige Bewegung, was nicht auf einem geraden Weg passiert, das ist unsere Kreisbewegung. Unglaublich wichtig. Leute, wenn ihr es anschaut, wie um euch herum Maschinen und alle Bewegungsobjekte sich bewegen, dann wirst du erstaunt sein, welche Rolle die Kreisbewegung spielt. Okay, gut. Mach mal deine Augen ein bisschen so auf und schau mal das mal an, wie die Sachen um dich herum sich bewegen. Dann findest du eine Menge Kreisbewegungen. Jo, okay. Wir machen das jetzt ganz einfach. Das Programm sieht folgendermaßen aus. Ich kopiere für euch eine Buchseite. Nur ein einziges. Erstaunlicherweise gibt es auch in Deutschland Bücher, was dafür geeignet sind, Sachen zu verstehen. Ja? Also es kommt ganz selten vor, aber immer wieder findet man. Also da hat Hoffnung, sollten wir nicht aufgeben. Also die Quelle ist Impuls Physik, Oberstufe, Buchseite 29. Da wird musst du verstehen, was eine Kreisbewegung ist. Und dann diese vier Sachen. Was heißt Umlaufdauer? Was ist Frequenz? Was ist Bahngeschwindigkeit? Und was ist Winkelgeschwindigkeit? Ja? Also der zweite Punkt ist, wir werden eine Messung machen. Ja, da wirst du den Umlaufdauer messen können. Ja, das wird mal erklärt, wie man das mal, wie das da das möglich ist. Dafür schaust du bitte diese Video 2 an. Okay, und dann machst du die Messung und berechnest du den T-Umlaufdauer. Und dann kannst du aus diesem Umlaufdauer T, heißt abgekürzt T, ja, kannst du dann die Frequenz berechnen, kannst du die Bahngeschwindigkeit berechnen, kannst du die Winkelgeschwindigkeit berechnen. Das ist alles erklärt in dieser Buchseite. So, diejenigen, die Schwierigkeiten haben, hier mit der Winkelgeschwindigkeit, ja, ja, das ist so. Das hat eher damit zu tun, wie man den Winkel misst. Ja, so. Und versuch mal, wenn du das schwierig nicht hast, dann können wir darüber reden. Ja, so, dieses Zeichen ist hier, das verstehen wir, das ist ein F, das ist ein V und das versteht kein Mensch leider. Kommt aus Griechisch, heißt Omega, das ist die kleine Omega. Ja, die große Omega, einige können sich noch erinnern, das ist, haben wir das benutzt bei Elektrizitätslehre für Ohm oder sowas, das ist die große Omega. Hier, Winkelgeschwindigkeit wird mit diesem kleinen Omega abgekürzt. Das ist so irgendwie Chups, Chups, ja. So sieht es aus, ja, so wie unsere M, ja? Aber auf den Kopf gestellt, aber nicht so wie der M, weil das ist jetzt hier so Kreis. Also, Tank, Tank, das ist der Omega, ja, das ist unsere Winkelgeschwindigkeit, Abkürzung. Ja, wenn du das gemacht hast, dann machst du deine kleine Protokoll, ganz kurz und ganz pragmatisch, also wie du gemessen hast, was du gemessen hast, wie du dann daraus gerechnet hast, also das Ergebnis von dem Umlaufdauer, dann deine Berechnungen von Frequenz, Bahngeschwindigkeit, Wintergeschwindigkeit und wenn du noch was anderes mitteilen willst, dann kannst du unter anderem das aufschreiben. Ja? Termin ist bis Montag, 11. Mai, bis 24 Uhr, per E-Mail, bitte. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Und alles Liebe und was gibt's noch? Schönes Wochenende, schönen Freitag und wir sehen einander in der Mathestunde. Habe ich schon eure Mathestunde? Ja, ich habe heute Mathestunde aufgeladen, ja? Und nein, noch nicht. Das kommt noch. Okay, das kommt noch. Mathestunde kommt noch. Aber er wird auch noch Freitag, ja? Okay. Also bei mir gibt es keine Feiertage. Tschüssi.